Folge 3 Metal Gear in der Legacy Collection Edition. Bin mit Solid Snake unterwegs, immer noch in Outer Heaven in der Söldner Basis, in der Grey Fox verschwunden ist, unser Lieblings-Papa-Agent. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch die Tür. Guckt mal hier. Mensch, schön. Wieder ein Gefangener, dass du mir geholfen hast. Diane vom Widerstand bietet Unterstützung auf der Frequenz 12033 an. Diane sollte eine Menge Informationen über den Feind haben. Okay, können wir mal kurz anrufen. Wie mache ich das? Senden. Kann ich irgendwie... Nee. Wie ändere ich denn den Bereich? Hier spricht Solid Snake. Okay, also wenn ich auf Senden gehe, dann redet er immer sofort. Ach, guck mal. So, jetzt kann ich hier... Ah, da kann ich es einstellen. Jetzt. Das ist ein bisschen tricky, aber wir kommen auch mit der 25 Jahre alten Steuerung irgendwie zurecht. 27 Jahre sind es mittlerweile schon. So, senden. Hier spricht Solid Snake. Bitte kommen. Hier ist Steve. Diane, sofern ich weiß, ist sie gerade shoppen und noch nicht zurückgekommen. Gut, Diane. Das ist ja hilfreich. Hatte ich jetzt auch gar nicht so anders erwartet. Natürlich ist sie shoppen. So, wo geht's hier unten lang? Da geht's auch wieder nur... Ah, zurück. Okay, 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 okay. Ist gut, ist gut, ist gut. Was mit den Jungs hier? Komme ich da irgendwie oben durch die Tür? Bewegt ihr euch heute noch irgendwie? Nee. Na gut, dann laufe ich jetzt einfach mal hier lang. Ah, oh Gott. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Hier ist ja was los. Das totale Gewusel. Okay, einer ist tot. Zwei mehr. Ein bisschen Muni habe ich auch noch. Ah, shit. Na, jetzt komm, 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 trau dich. Ja. Ja. Okay. Und sie haben mich auch nur 42 Mal erwischt. Scheiße. Okay. Wo gehe ich jetzt rein? Gehe ich jetzt in den... Ich gehe jetzt erstmal nach hier oben. Komme ich nicht rein? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. Was ist das? Die Box! Irgendeine Art Pappkarton aufgenommen. Meine Freunde, wenn man etwas von Solid Snake weiß oder von Metal Gear Solid im Allgemeinen, dann das... der Herr Snake eine Vorliebe für Pappkartons hat, um sich darin zu verstecken oder darunter zu verstecken. Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig, gut zu wissen. Denn die werden wir auf jeden Fall noch brauchen, diesen Pappkarton. Können ihn ja eigentlich gleich mal ausprobieren. Jetzt bin ich ein Pappkarton, guck mal. Keiner wundert sich. Mensch, wie kommt denn da der Pappkarton hin? Das ist ja stark. Oh, jetzt wundern sie sich doch. Ja, ja, gut, ich bin weg. Ja, ist ja gut. Okay, das mit der Box hat nicht funktioniert. Dann versuche ich jetzt einfach mal so in die Tür da unten reinzukommen. Die Schlüsselkarte Nummer 1 ging ja auch nicht, also... Machen wir es jetzt einfach mal mit Schlüsselkarte Nummer 2. Ja, lass mich in Ruhe. Kann ich hier rein? Okay. Wow, fuck, 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 fuck. Oh, ich brauche eine Ration. That escalated quickly. Wo kommen die denn alle her? Na, ich habe keine Munition mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist alles nicht gut, das ist alles nicht gut. Kriege ich die nicht erschossen? Was ist denn das? Ach, nimmt er die Ration jetzt dann auch alleine, wenn ich die angewählt habe? Okay, das ist gut. Ich wusste nicht, ob das hier auch schon so funktioniert. Wie, kann ich die nicht erschießen oder... kann ich die nicht kaputt schlagen oder was? Ich verbrauche hier meine ganzen Rationen und kriege die nicht tot. Ja, und nu? Vielleicht mit der Rakete? Aber ich habe ja nur noch eine.
Also es bringt auch nicht so viel. Ja, okay, also ich brauche Schusswaffen dafür. Ja gut, dann... Wo muss ich jetzt wieder anfangen? Ist natürlich jetzt die... Fortsetzen. Ernsthaft? Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen ganz kleinen Schnitt. So, ich versuch's einfach nochmal. Shit, komm schon. Zwei habe ich schon. Ja, diesmal habe ich ein bisschen mehr Munition dabei. Ja, drei. Oh. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ist ein bisschen wie ein Bullet Time. Man kann natürlich den Kugeln ausweichen. Und es ist der Schalldämpfer. Sehr schön. Gut, dann habe ich den Schalldämpfer jetzt. Wo geht's hier lang? Komme ich da durch? Mit einer meiner Schlüsselkarten. Aha, was ist das denn? Ein Granatwerfer. Hier wird man ja richtig gut ausgestattet. So, dann schauen wir noch mal, was wir mit dem Baby anfangen können. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst, dass die wieder gespawnt sind, die vier Typen hier, die Schießwütigen. Karte 2 wollte ich haben und ich wollte mal ganz kurz gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ach, der ist jetzt automatisch ausgerüstet, der Schalldämpfer. Okay, da muss ich also gar nichts mehr machen. Ich würde sagen, ich würde erstmal, wenn der wegguckt, hier an ihm vorbeilaufen. Ach, guck mal, hier ist jetzt wieder der Fahrstuhl. Hier bin ich doch reingekommen, oder? Genau. Hier habe ich das Stockwerk betreten. Was ist hier nochmal gewesen? Ach, hier war der Typ sie. Gerettet. Gerettet, gerettet. Er ist gerettet. So, wenn ich richtig gezählt habe, war das der vierte VIP, den wir hier gerettet haben. Mal gucken, wo es jetzt hier weitergeht. Da hinten war die Tür. Ich weiß aber nicht mehr, ob das mir irgendwas bringt, da durchzugehen. Ich kann ja mal hier versuchen, vorbeizugehen, da reinzugehen. Ah, hier ist wieder Munition. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Munition kann man nicht genug haben. So, machen wir Munition voll. Und... dann brauche ich Schlüsselkarte 1 für... das war die Tür. Das war die Tür. Bringt mir das irgendwas? Irgendwie nicht, ne? Ich laufe jetzt hier einfach mal schnurstracks nach oben. Anruf. Hier spricht Big Boss. Ach ja, okay, das ist jetzt die Überwachungskamera-Geschichte. Da gab es doch diesen Fahrstuhl, der von, ich glaube, zwei Typen bewacht wurde. Ich könnte mir den ja mal anschauen. Ob ich da jetzt durchkomme. Was brauche ich hier? Brauche ich hier die Zweier? Einfach mal probieren. Ah, hier gibt es die Box. Die habe ich jetzt völlig vergessen beim zweiten Mal. Ich musste ja wieder hinspielen. Das dauert ja dann so 10 Minuten oder so. Halt so lange, wie wir auch ungefähr gebraucht haben, um gemeinsam hier die Punkte zu erreichen. Und da habe ich jetzt die Box einfach vergessen. Die ikonische Metal Gear Solid Box, wie kann ich nur? Und die beiden Typen sind weg. Nicht mehr Munition verbraucht. Fahrstuhl offen. Und steige ich doch mal ein, fahre hier hoch. Was soll dieses R bedeuten? Hm, keine Ahnung. Kann ich damit irgendwie interagieren? Nee. Kein Schummer. Okay, ich habe einen Anruf. Hier spricht Big Boss. Ich vergaß da Ihnen etwas mitzuteilen. Auf dem Dach gibt es einen Windschutz. Suchen Sie dort nach einem Bombenschutzanzug. Aha, ein Bombenschutzanzug. Na gut, Big Boss. Na gut, Big Boss. Aber bei aller Liebe, den Bombenschutzanzug, den suche ich dann erst in Folge 4 von Metal Gear. Oh, das reimt sich, das ist wunderbar. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.